Hallo, liebe Katrin Stelzer. Du warst Mannschaftsärztin bei Mainz 05, bist immer noch Hygienebeauftragte und hast hier seit Januar deine eigene Praxis. Über all diese Themen wollen wir heute mit dir sprechen. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Schön, dass ihr da seid. Kannst du dich noch daran erinnern, wie das für dich war, das erste Mal bei einem Spiel tatsächlich im Einsatz zu sein? Du gehst da das Adrenalin sehr hochgegangen. Also ich muss schon sagen, ja, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, also wenn ich aufs Feld rennen muss, dann ist wirklich was Relevantes, ne? Also dann liegt da jemand Ja. und macht halt nichts mehr. Und das, also das ist schon echt, klar hat sich das dann im Laufe der Zeit irgendwie abgebaut, aber so gerade am Anfang, wenn man da mit dem Notfallköfferchen und dem Defi da rausrollt, ne, dann ist so, bitte, bitte nicht, bitte. ja, also das absolut, klar, da war der Puls 90 Minuten hoch. Also das ist so, ja. Du bist dann letztes Jahr ziemlich genau um diese Zeit zu Beginn der Corona-Pandemie zur Hygienebeauftragten ernannt worden. Kannst du mal beschreiben, was da genau deine Aufgaben sind im Verein? Also am Anfang ging es vor allem natürlich darum, das Konzept, was uns von der DFL vorgegeben wird oder beziehungsweise die geben eine Empfehlung, ja, ein ziemlich umfangreiches Konzept, das so umzusetzen, dass das am Bruchweg halt auch funktioniert, also oder beziehungsweise sowohl im Trainings- als auch natürlich im Spielbetrieb, dass die Spieler auf verschiedene Kabinen verteilt wurden, ne, dass die Abstände eingehalten werden, dass alle darüber informiert werden, auch okay, was sind jetzt die Besonderheiten, wie hat man sich wann wo zu verhalten. Und dann ging es ja auch relativ zügig los mit den Testungen. Und auch da kam halt natürlich mit dem Laufe der Zeit auch immer wieder Anpassungen, wie oft, wann, zu welchem Zeitpunkt. Macht mal Antikörperkontrollen, ob vielleicht jemand unwissentlich doch schon eine Infektion draus hatte oder so. Und jetzt im Laufe der Zeit ist es vor allem halt klar die Testungen, die mindestens zweimal in der Woche, teilweise dreimal in der Woche, je nachdem wie der Spieltag auch liegt, sind. Und dann bei den Heimspielen vor Ort auch zu gucken, dass nicht nur die Spieler sich an die Vorgaben halten, sondern natürlich auch die Funktionäre, die Presseleute, die Ordner, ne, auch da für Fragen zur Verfügung zu stellen. Gerade als es im Herbst wieder losging, Einreise, ne, kam aus Risikogebieten, Reisen sind möglich, jetzt dann irgendwie wieder nicht mehr möglich, dürfen die ins Stadion, wenn ja, mit welchen, unter welchen Voraussetzungen und so Sachen. Ja, also, dass man da das einfach alles koordiniert und immer ansprechbar auch ist und für Rückfragen da bereitsteht. Kannst du dich noch erinnern, was das für ein Gefühl war? Es gab ja Corona-Fälle bei Mainz 05, als der erste positive Test tatsächlich zurückkam. Wie seid ihr damit umgegangen? Also ich weiß das deswegen ganz genau, weil es der Tag der Einschulung meines Sohnes war. Und ich halt gedacht habe, bitte nicht heute. Also das war tatsächlich mein erster Gedanke. Also diese 24 Stunden danach, die waren, also dann haben der Darius und ich uns angeguckt und haben gesagt, okay, jetzt müssen wir erstmal eine Nacht wieder schlafen, so ungefähr. Also das war schon, weil wir natürlich halt auch allen die Sicherheit geben wollten, ja. Was wir dann gemacht haben, von uns aus schon auch, weil wir gesagt haben, okay, das möchten wir auch einfach allen anderen Spielern anbieten. Wir haben die Testfrequenz erhöht, ja, dass sich einfach jeder auch sicher ist, okay, ich kann mich nicht angesteckt haben, auch wenn wir uns an die Vorgaben gehalten haben. Ja, man steckt einfach nicht drin, ist so. Wir haben die Testfrequenz erhöht und damit gab es auch entsprechend wirklich eine Sicherheit. Also jedenfalls habe ich keine andere Rückmeldung bekommen von Seiten der Spieler und auch vom Staff. Ja, also ich meine, klar, auch die Physios, die ja im relativ engen Kontakt auch über eine längere Zeit mit den Spielern sind, auch wenn sie die Schutzmaßnahmen einhalten, trotzdem ist natürlich eine Unsicherheit da. Ja, das ist völlig normal. Du bist im Sommer nach der Saison ausgeschieden als Mannschaftsärztin, bist weiterhin Hygienebeauftragte und hast jetzt hier seit Januar deine eigene Praxis. Was war für dich so der Anstoß, um zu sagen, das ist das, was ich jetzt als nächstes machen möchte? Die Praxis, meinst du? Dass es für mich einfach auch in der Klinik so war, dass ich den Patienten zu wenig ein ganzheitliches Konzept mit auf den Weg geben konnte. Der Fußball ist ja schon nach wie vor eine sehr männlich dominierte Welt. Wie ist es eigentlich in der Medizin? Genauso. Ich sag mal so, so eine Frau im Team ist schon ganz gut, ne?
Nein, also da kommen schon einfach auch teilweise andere Themen aufs Tableau, wenn man mit den Jungs da mal alleine ist. Also ich habe das Gefühl, das tut gut. Ich glaube, man muss als Frau schon einfach auch Typ für sein, ja. Und es ist klar, man muss seine Frau stehen, aber ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Sehr schön, sehr viel Spaß gemacht hat es auch mit dir über diese Themen zu reden. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Du kriegst Corona-konform die Gummibärchen in der Mainz, in der Wortpiratin-Gummibärchentüte über den Tisch geschoben. Vielen Vielen Dank. Dank. Schön, dass ihr da wart.